Hallo Jungs und Mädels da draußen vor dem Bildschirm. Willkommen zu einer zweiten Runde von MET, dem Mittelalterlich-Event-Tour-Projekt von mir. Und ich muss echt sagen, wer sich durch die halbe Stunde des ersten MET-Videos gequält hat, dem gratuliere ich. Also ich habe es mir nochmal angesehen und habe mich gnadenlos gelangweilt. Ich versuche diesmal die ganzen Informationen ein bisschen komprimierter zu packen. Und fang einfach mal damit an. Mir ist wieder erwartend ein bisschen kühl hier auf dem Dachboden. Dementsprechend werde ich einfach mal vorführen, was ich so an Gewandungen irgendwo mal aufgegabelt habe. Das ist eines dieser Sachen, die ich im letzten Video meinte. Einfache Leinenhemden. Das ist reines Leinen. Absolut authentischer Stoff, allerdings kein authentischer Schnitt. Wenn allerdings jetzt, keine Ahnung, man sich hier noch den Umhang drüber zieht und sowieso so ein bisschen strange aussieht, weil, was weiß ich, man zieht sich noch einen Gürtel hier drunter, hier drüber, so was weiß ich zum Beispiel hier, diesen Gürtel, zieht man sich hier noch so drüber, so, dann, so, flug, dann sieht das total merkwürdig und irgendwie mittelalterlich aus. Reicht, finde ich, komplett für den Anfang. Das ist jetzt halt ein komplett authentisches Leinenhemd mit Perlmuttknöpfen. Und von den Stoffen kriegt man es absolut nicht authentischer. Vom Schnitt her möglicherweise. Aber wen interessiert das? Vor allem, wenn du auf dem MPS ein mittelalterlich Fantasy-Spektakulum rumläufst. Auch sehr geil. Das hier ist nichts anderes als ein, auch übrigens reines Leinen, Kissenbezug. Das ist ein Kissenbezug aus Leinen, habe ich zwischendurch meinen kleinen Bruder übergezogen. Ist im Prinzip wirklich flupp hier, altes Kissenbezug, drei Löcher reingemacht für Arme, Beine etc. Und man hat irgendwas an. Das ist wenigstens nicht, dass hier, was weiß ich, es ist eben nicht dieses typische Bandshirt oder sonst irgendwie sowas. Und wenn man sich da jetzt noch vorstellt, ich glaube, ich habe es sogar falsch rum an. Hier hat sich der Arsch ein bisschen ausgeleiert schon. Wenn man jetzt da noch ein bisschen Features zupackt, sich den Umhang anzieht oder den Gürtel drüber macht oder sonst irgendwie sowas. Oder eben diese Schichtensachen anzieht, also alles irgendwie untereinander. Dass man, wie damals üblich im Mittelalter, einfach irgendwelche Stofffetzen aneinander reiht, ja, dann ist man fertig. Damals die Arbeitergesellschaft, die ist sowieso mit der Bruche aufs Ball, mit der Bruche, also der mittelalterlichen Unterhose, draußen aufs Feld gegangen, wenn es warm ist, und hat da angefangen, halbnackig rumzuarbeiten. Ja, natürlich. Komplett authentisches Leinen und Hirschhornknöpfe. Ein alter Strickpulli von Mutti. Der ist leider nicht mehr. Der ist zwar diesmal. So. Der ist zwar diesmal vom Schnitt, also vom Strickmuster, total authentisch. Vom Stoff aber leider nicht. Ist egal. Wen interessiert's? So. Und wenn man jetzt hier noch irgendwas Authentisches drüber schmeißt, zum Beispiel diese coole Jacke hier, komplett authentische Schurwolle mit authentischen Zinkknöpfen. Wenn das Knöpf, könnte man sogar davon ausgehen, dass es eigentlich eine Damenweste ist. Ja, knüpft man so rum, ist eigentlich eine Damenjacke. Ja, ist authentisch, authentischer Stoff. Sogar ein authentischer Schnitt, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, halt was für drüber. Das hier fand ich auch unglaublich geil. Das ist eine dünnere Weste. Auch Leinenstoff. Hier ist so eine kleine Rose eingestickt. Ne, keine Rose, Blümchen halt eingestickt. Ich glaube, Stiefmütterchen sind das. Hatten damals auch die Kerle. Auf dem Mittelalter, die hatten überall ihre Blumen eingestickt und bunte Bildchen. Das war cool. Das war cool, das fanden die super.
Und wie gesagt, auch die Kerle. Wer nicht, das Ding ist eine absolute Multifunktions-Wendeweste. Ich kann das auch so anziehen, dass man die Blumen überhaupt nicht sieht. Voll praktisch. So. Ich glaube, zukriege ich es inzwischen nicht. Doch, ja. So, würde ich auch zukriegen. Ne? Und dann hat man hier halt auch so Löcher. Und da kann man sich halt aussuchen. Entweder in die eine Seite oder in die andere Seite. So. Das ist auch eine aus Original Schafwolle eine Weste. So. Was habe ich noch? Ja, zum Thema authentische Weste. Ich trage sehr gerne auf dem Mittelalterfestival Westen, weil die einfach sehr praktisch sind. Und da habe ich natürlich wieder Diakoniekaufhaus, habe ich mir damals. Eigentlich war das mal ein Mantel. Aus Schurwolle. Schurwolle, total authentisch, kennt man ja. So, und da habe ich jetzt dieses Ding hier geholt. Praktisch in Grün. Ebenfalls unsere Bannerfarbe. Ja, und habe dann die Arme abgeschnitten, damit das ja hier eine Weste ist. Hab das Innenfutter rausgemacht. Hier müsste eigentlich noch mehr rausgeschnitten werden. Also es ist noch nicht ganz fertig. Und das Praktische ist eben, wenn man hier, das ist dieser Verdeckdingens, wenn man hier halt reinschaut, Knopf zumacht, wird das davon verdeckt. Das heißt, man sieht auch gar nicht, dass da unauthentische Knöpfe drin sind oder sonst irgendwie sowas. Ja, das sind so die dickeren Klamotten. So. Und ich merke gerade, ich könnte, wenn mir wirklich kalt wäre, also jetzt auf dem Osterfestival in Hohensieburg, falls wir da angemeldet werden, und es so arschkalt ist wie die letzten 2 Jahre, dass es nachts tatsächlich geschneite, könnte ich einfach alles, was ich besitze, übereinander anziehen. Das sieht jetzt bestimmt sehr lustig und breit aus. Ich fühle mich ein bisschen, also es engt unter den Armen schon ein, ich muss schon so hier stehen. Und ich fühle mich ein bisschen wie das Michelin-Männchen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt das, was ich besitze. Hier habe ich auch noch hängen, das ist mein Gambeson. Den habe ich mir tatsächlich von, da steht gar nicht drin, ich glaube, ich habe den mir von Mytholon oder so besorgt, weil Trachtenmode oder all so ein Scheiß ist einfach, gibt es keinen Gambeson mehr. Das funktioniert einfach nicht. Zwischendurch muss man doch mal teuer Geld ausgeben. Der erste Versuch aus allen möglichen Reststoffen, die es für ein paar Euro im Stoffgeschäft gab, so in der Wende zwischen Winter und Sommer, wenn dann die ganzen Stoffe nichts mehr kosten quasi im Stoffgeschäft, weil keiner sie im Sommer kaufen möchte, habe ich dann die kompletten Reste mir besorgt und habe aus verschiedenen Reststücken mir irgendwie von einer Freundin eine Kutte zusammennähen lassen. Und das ist so meine erste Lumpenkutte, die ich irgendwie habe. Die wird nachher auch noch irgendwie ein paar mehr Flicken kriegen oder so. Aber ich muss sagen, richtig zufrieden. Jetzt bin ich ein dicker Mönch. Hier noch ein Seil drum oder ein Gürtel oder sowas. Richtig zufrieden bin ich mit der Kutte leider auch nicht, weil wenn man aus den verschiedensten Gründen eine komplette Woche nicht gepennt hat, wie meine Kollegin, und dann anfängt irgendwann so, ich muss das jetzt noch nehmen, dann wird das nichts. Aber egal, ich hatte sehr oft, sehr lange, ich glaube ein komplettes Jahr lang hatte ich eine Kutte, die passte. Und die war halt da. Und wenn jetzt irgendwie ein Gast kommt oder sowas und ich habe meine andere Kutte an, die leider nicht zeigen kann, weil sie nicht hier ist, sondern meine Kollegin, die wollte noch irgendwas reparieren, ja, dann habe ich für einen Gast habe ich eine Kutte. Allerdings kratzt der Stoff ein bisschen, da muss man nachher nochmal irgendwas einnähen, ein T-Shirt oder sowas. Dann ist man durch damit. Über das Ganze zieht man dann noch den tollen schwarzen Mantel an, den man sich ja dann doch irgendwann mal auf dem Mittelalterfestival besorgt hat. Übrigens von Leonardo.
und sieht dann total mysteriös und mittelalterlich aus. Und falls dieser eine schwarze Mantel nicht reicht, dann sucht man sich noch einen anderen, den die Kollegin ebenfalls für dich zusammengeschustert hat, der ein bisschen kürzer ist. Und zieht den auch noch über. Dann ist man noch viel mehr schwarz und viel mehr mysteriös und mittelalterlich und Abenteuer und Gedönse. Jo. So viel zu den Oberteilen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen gezeigt, dass es schon fast reicht, ein bisschen merkwürdig auszusehen für die meisten auf dem Mittelalterfestival. Und wie gesagt, ich gehe für dieses Projekt von der Situation aus, das ist das erste Lager, beziehungsweise das erste Jahr, in dem man lagert. Dass man zwischendurch mal von den A-Päpsten, also von den authentisch-Fanatikern, schief angesehen wird oder sonst irgendwie sowas, passiert. Dafür ist es das erste Lager und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch noch ein ziemlich junger Lagerer. Ich bin seit jetzt ungefähr 3 Jahren dabei und habe auch einfach Geld nicht dafür, mich großartig darum zu kümmern. Dementsprechend tun irgendwelche Stoffreste, Stofffetzen auch was. Hat man genauso im Mittelalter gemacht. Man hat einfach irgendwas aufgegabelt, was man gerade findet, hat es zusammengeschustert und war durch damit. Auch hier die ganzen Mönche, die haben sich ihre eigene Kutte zusammengeschustert. Die gab es nicht von der Stange. Jeder Mönch, der da hinkam und sagte, ich will glauben, der ist hingegangen und musste sich erstmal seine eigene Kutte nähen. Natürlich. Und wenn der nicht nähen konnte, dann sah die Scheiße aus. Dementsprechend alles Authentische und so weiter, die ganze Authentizität von gefundenen Sachen in irgendwelchen Gräbern, schön und gut, aber manchmal muss man auch mit dem Boden auf dem Teppich bleiben, mit den Füßen auf dem Teppich bleiben und logisch an die Sache rangehen. Das ist hunderte, teilweise tausende von Jahren her und da ist irgendwann teilweise irgendwas verrottet. Es gibt teilweise heute noch Lagerleute, ich habe eine ganz lustige Story gehört, von jemandem, der sich im Museum eine Axt angeschaut hat. Ich kann die Story nicht mehr ganz wiedergeben. Er hat sich eine Axt angeschaut im Museum und da stand dran, ja, wir wissen auch nicht genau, wie die gehalten hat, weil wir haben alles Mögliche ausprobiert und normalerweise in dieses komische Loch, was da ist, soll ja angeblich ein Nagel rein eigentlich, aber wir haben keinen Nagel gefunden, haben wir nicht verstanden. Ja, und dann ist der Typ einfach mal hingegangen, hat diese Axt nachgebaut, hat einen Nagel reingekloppt, irgendwie sowas jetzt, ne? Ich glaube, das war ein bisschen komplizierter, was er da gesagt hat, aber so in der Art. Hat einen Nagel reingekloppt, hat es 3-mal ausprobiert, festgestellt, funktioniert und kann dann im Prinzip davon ausgehen, ja, die haben das so gemacht. Nur weil man den Nagel nicht gefunden hat, heißt es noch lange nicht, dass er da nicht drin war in der Axt. Ja? So viel zum Thema. Das Ganze kann man jetzt auch noch verschönern, indem man sich hier so authentisches Bändelgezeugs nimmt und sich um den Hals hängt oder so, sich damit stranguliert oder so. Das Ganze muss dann natürlich auch ein bisschen vernünftig aussehen. Man muss sich darin wohlfühlen und es muss irgendwie aussehen, als hätte man es damals so angehabt haben können. Alles andere ist doch egal. Ich muss echt sagen, ich verleihe die Hose meistens nur und ziehe sie selber nicht an, weil ich sie mir zwar damals teuer gekauft habe, aber der Schnitt davon wirklich so grottig ist. Für gewöhnlich zieht man die andere Hose drunter aus. So, entweder bin ich fett geworden oder die Hose eingelaufen. Jetzt bin ich der Mittelalter-Baggy-Hopper. Viel interessanter ist diese Hose. Diese Hose habe ich... Damals war das eine normale Hanfhose. Und ich habe jetzt hier alles, was nicht so richtig authentisch war, habe ich rausgeschnitten. Also die Arschtaschen habe ich rausgeschnitten. Und den kompletten vorderen Teil mit dem Reißverschluss und
den Dingern und so weiter. Und wollte eigentlich nur die Beinlinge hier unten haben. Man kennt das, Beinlinge hat man damals nur so zwei Ärmel gehabt, die man sich über die Beine gezogen hat. Und war dann am Arsch und Pimmel mal noch nackig. So. Ich habe dadurch, dass ich dieses Ding hier auseinandergeschnitten habe, habe ich einfach dafür gesorgt, dass ja, ich den Arsch trotzdem noch frei habe. Dass ich den Arsch trotzdem noch habe und dementsprechend ein bisschen mehr Stabilität halt in der Hose habe. Das ist für moderne Verhältnisse ein bisschen angenehmer. Man hat trotzdem die Beinlinge. Man hat zwar diesen Beinlingfaktor, aber trotzdem eine Hose über dem Arsch. Für gewöhnlich zieht man darunter eine Bruche an. So. Flup, flup, flup. Flup, flup, flup. So. Das Ganze wird dann nachher hier mit dem Gürtel fixiert. Und dann hat man Beinlinge aus einer alten Bruche. Beinlinge aus einer alten Hose. So. Ja, eventuell werde ich das hier tatsächlich noch mal irgendwann abschneiden. Finde ich aber so eigentlich gar nicht schlecht. Ja, Beinlinge aus einer alten Hose sollte man vielleicht nicht unbedingt die blaue Jeans für nehmen, weil das dann auch nicht mehr wirklich authentisch aussieht. Und ja, da mir vielleicht meine Kollegin irgendwann mal eine Hose nähen wird, eine Bruche nähen wird, habe ich im Moment noch keine. Bis dato ziehe ich erstmal dieses Riesending hier an, habe ich auch irgendwo mal aufgegabelt gekriegt, was auch immer. Mit dem Gürtel drum ist das eigentlich eine Top-Bruche. Ich kann ihn dreimal hier so umschlagen, passen zwei Leute rein. Und dann sieht das aus wie eine dunkle Bruche. Feierabend. Ist aus Baumwolle in Braun gehalten. C'est la vie. Vielleicht zu dieser Beinling-Bruche-Geschichte ein paar Anekdoten aus dem Mittelalter. Oh, ich habe ein Loch in der Hose. Das war damals. Damals ist man genauso wie man mit der Bruche, also mit der mittelalterlichen Unterwäsche, einfach aufs Feld gegangen ist, um zu arbeiten. Ist man teilweise auch ohne Bruche, sondern einfach nur mit diesen Beinlingen aus dem Haus gegangen. Das ging deswegen, weil man meistens eine Tunika anhatte. Und die Tunika geht ungefähr bis zu den Knie. Bis über die Knie. Irgendwie sowas. Und dann hat man natürlich nicht gesehen, was man drunter hatte. Und ich glaube, im Mittelalter waren sie sowieso alle eher so Freischwinger. Und sie mochten den Wind an den Eiern oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eher so typisch. Deswegen hat man auch teilweise, das war ganz normal, dass man auf der Straße, um jemanden zu verhöhnen oder jemanden, keine Ahnung, zu beleidigen, den nackten Arsch gezeigt hat. Und das war quasi gang und gäbe. Man hat auch teilweise, man hat gesagt, okay, wenn jemand eine Hexe ist und man eine Hexe loswerden möchte, muss man ihr den nackten Arsch zeigen. Damals war auch eine Anmache, wahrscheinlich sturzbetrunken und im besoffenen Kopf, wesentlich vulgärer als heutzutage. Man hat nicht gesagt, es muss Krieg sein, mein Säbel juckt. Nein, man hat einfach der Kilt gehoben. Also nicht der Kilt gehoben, sondern die Tunika gehoben. Schöner Versprecher, Kilt. Viele sagen ja, oh, trägst du den auch original schottisch und so weiter und so fort, nichts drunter. Ja, die Wikinger hatten natürlich, Schotten hatten natürlich nichts unter ihrem Kilt drunter. Allerdings hatten die ja ihr Hemd in der Hose, also im Kilt. Und wenn tatsächlich Damen zu Besuch waren, unter Männern war das egal, da hast du breitbeinig auf dem Stuhl gesessen und dann war das egal, ob man dem anderen in die Scham gucken konnte oder nicht. Falls Frauen anwesend waren, hat man sich tatsächlich angewöhnt, beziehungsweise nicht angewöhnt, es war einfach gute Sitte, diese zwei Hemdteile, die am Arsch rausgucken und vorne unterm Kilt sind, einfach zusammenzuknoten. Das heißt, das Hemd hat gleichzeitig durch das Zusammenknoten ebenfalls die Scham bedeckt. Das heißt, es ist nicht unbedingt authentisch, wenn man überall seinen Lümmel in der Gegend rumhält. Für alle vollblut authentischen Schotten da draußen, die sich gerne irgendwo auf fremder Leute Schüsse setzen. Mäh. Ein Sonnenhut. Einige sagen Lampenschirm. Finde ich gemein. Den habe ich aus Pettigrohr, habe ich den selbst gemacht auf einem Mittelalter-Festival. Habe ich, glaube ich, 5 Euro gekostet und dann hatte ich einen kompletten Sonnenhut fertig. Erster Versuch, irgendwie mit Pettigrohr zu arbeiten. Ich finde das dafür echt gelungen.
Und das Wichtige ist halt natürlich, ich kriege kein Sonnenbrand im Gesicht. Wer damit ebenfalls Probleme hat, voll zu empfehlen. Und man ist auf jeden Fall einzigartig mit diesem selbstgemachten Pedicure-Hut. So, ich versuche jetzt mal hier aus meinen 1365 Schichten rauszukommen. Ich sollte nicht alleine aufnehmen, das gibt nur Stress. Hilft mir!